Unser heutiger Studiogast war früher Torwart. Jetzt ist er Manager und Trainer zugleich und außerdem gilt er als heißer Aufstiegskandidat für die Oberliga. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk Sven Piel vom SV Blankenese. Hallo Sven, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ja, ganz prima. Ja. Vielen Dank für die Einladung, ja. Hier zu sein. Schnieke, schön mit Jackett, wunderbar. So gehört sich das. Wenn man bei Elbkick TV eingeladen wird, dann muss man sich auch dementsprechend kleiden. Ich entschuldige mich, dass ich den Anzug heute nicht anhabe, aber wenn ich dich das nächste Mal einlade, verspreche ich dir das. Wir wollen ein bisschen über das Sportliche reden. Das läuft ja bei euch wirklich ja, famos, kann man ja fast sagen. Freitag habt ihr 2-0 gewonnen gegen TuS Ostdorf und für viele ist es so eine Überraschung, dass der SV Blankenese so weit oben steht. Wie überrascht bist du selber? Dass wir mit ganz oben bei sind, ein ganz kleines bisschen. Dass der sportliche Erfolg so schnell sich einstellt, das sehr, sehr, also überrascht mich positiv. Im Großen und Ganzen bin ich da nicht überrascht, weil natürlich die Konzeption durchaus vorsieht, dass sich das auch in sportlichen Erfolgen ummünzt, was wir da an Arbeit leisten. Von daher ein ganz klein wenig überrascht. Nur also ein klein wenig überrascht. Das heißt, da ist schon so ein bisschen Konzept dahinter. Macht ja auch Sinn, denn wie gesagt, wenn man oben steht, dann kann nicht nur viel Glück dabei sein. Und von daher ist das ja auch vernünftig. Und ich würde mich auch freuen, wenn vielleicht der SV Blankenese irgendwann mal wieder in der Oberliga auftaucht. Das ist ja schon lange, lange her, glaube ich. Ich kann mich gar nicht mehr recht entsinnen, wann in dieser Spielklasse der SV Blankenese dabei war. Trotzdem musst du mir mal so ein bisschen deine Rolle erklären. Trainer, Manager, Liga-Obmann, früher sogar Torwart gewesen. Also das sind ja irgendwie Posten über Posten, erklär uns die Aufgabe doch wenn mal ganz sein muss, genau. Bin ich auch Platzwart, wenn das notwendig ist. Ja. Alles schon gewesen, auch gekreidet. Ich bin als Torwart zu Blankenese gekommen, ich glaube 5, 6 Jahre ist das her und habe damals schon aufgrund meiner beruflichen Perspektive, ja wie soll ich sagen, einen Wunsch geäußert, dem damaligen Liga-Obmann Peter Plochaska so ein bisschen über die Schulter zu gucken bei dem, was er macht. Einfach, weil ich das interessant finde. War früher begeisterter Bundesliga-Manager, Spieler am Computer und wie gesagt, würde da ganz gerne mal irgendwas machen. Und das hat er erlaubt und hat auch gesagt, so hier, mach mal, guck mal, mach mal. Und später kam es dann zu der Situation, dass Peter halt gesagt hat, er kann aus beruflichen Gründen leider das nicht weiter verfolgen. Und da bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Also man hat mir das dann angeboten und das war dann so die Übergangsphase zwischen der sportlichen Karriere des Sven Piel und dem Management in Blankenese. Aber jetzt machst du ja so ein bisschen die Baggert-Funktion. Du bist Trainer und du bist Manager. Wie ist das gekommen? Ja. Habt ihr keinen Trainer gehabt? Ja genau, wir hatten keinen Trainer und dann habe ich das eben noch mitgemacht. Die Geschichte hat wahrscheinlich jeder mitbekommen im Hamburger Amateurfußball, ne? Dass wir mit Thomas Seliger in die Saison gegangen sind, auch das Konzept vorsah, dass längerfristige Zusammenarbeit mit Thomas da auf dem Zettel stand und dann die Anfrage von Norderstedt kam. Das war so ein Damoklesschwert, was über uns schwebte, was ich aber auch kannte. Also die Liebe von Thomas zu Norderstedt ist kein Riesengeheimnis. Und ich weiß nicht, der dritte, vierte, fünfte Spieltag oder so muss das gewesen sein. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben nach einer Lösung gesucht intern. Und deswegen sitze ich tatsächlich jetzt auch auf der Trainerbank, ja. Und du sitzt heute bei Elbkick TV und bist wirklich gut im Rennen, sportlich, läuft vernünftig alles. Wie oft lobt der Manager Piel den Trainer Piel? Also erstmal möchte ich betonen, dass wenn man jetzt Trainer Piel sagt, dass sich als Trainer gespannt verstehen muss. Also die eigentlich logische Lösung wäre ja gewesen, Stefan Westbrook als Co-Trainer einfach hochzuhieven und sagen, pass auf, du machst das jetzt. Wir haben uns dagegen entschieden, erstens, weil eben Stefan bisher auch noch keine Trainertätigkeit hatte und wir auch einen Trainer brauchen, der Leute voranbringt und der in dieses Konzept halt reinpasst und Stefan da als Junger eher jemand ist, der auch noch lernt. Und darüber hinaus natürlich auch weiter Fußball spielt und auf dem Platz für uns so wichtig ist, dass das nicht ohne weiteres möglich ist zu sagen, setz dich bitte ab jetzt auf die Trainerbank, weil uns da eine ganz große Stütze vorne im Sturm fehlt. Und so ist das dann gekommen, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir es zu zweit, dann bin ich derjenige, der draußen sitzt und das von draußen coacht und Stefan, der im großen Teil die Trainingsarbeit leistet. Und wir telefonieren so viel wie noch nie, wahrscheinlich sogar mehr als mit Mama und Freundin. Ja, die Blankenese Flatrate. So ist das, ganz genau. Ja. Also Trainer Piel wird vom Trainer-Manager nie gelobt. Das Lob gebe ich dann immer als Manager an Stefan Westbrook, genau. Wenn dann überhaupt an das Duo Westbrook und Piel. Wir wollen mal so ein bisschen noch darüber sprechen, über deine ehemalige sportliche Karriere. Du warst Torwart und man sagt ja ganz gerne mal Torwart und links außen. Die haben hier oben einen an der Meise. Warst du auch so ein Verrückter?
ist immer schwierig, über sich selbst zu reden, aber tendenziell bin ich dann auch eher einer, der so eine tatsächlich hat. Ja, ich würde mich nicht für normal bezeichnen. Gibt es die Möglichkeit, falls alle Stränge reißen, dass Sven Piel noch einmal in das Tor des SV Blankenese zurückkehrt? Es fehlt mir, ja, also sportlich, man sieht das auch, dass kilotechnisch oder so ist. Ach, dafür hast du doch das Jackett angezogen. Ja, es kaschiert das ganz gut, gebe ich zu. Es fehlt mir, Torwart zu sein, aber in der Funktion als Manager ist das nicht möglich, in Blankenese ins Tor zu gehen. Also ich kann nicht mit Spielern auf der einen Seite verhandeln und denen ein Konzept verkaufen, wo wir in Zukunft hinwollen und danach lasse ich mir von denen die Bude voll hauen. Ja, und ein Schneider, den wir vorne drin haben, haut hier die Bude voll. So, und deswegen glaube ich nicht, dass ich in Blankenese im Tor stehe. Sehen werde in der Zukunft. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Also für alle Stürmer, die ein bisschen Selbstbewusstsein brauchen, ihr könnt euch keine Hoffnung machen, Sven Piel wird nicht mehr ins Tor zurückkehren. Aber trotzdem nochmal die Frage jetzt an den Manager Sven Piel. Der Aufstieg, wäre das ein Betriebsunfall oder plant man das wirklich in Blankenese? Aufstieg an sich ist nicht planbar, weil es zu viele Faktoren mit reinspielen, die man nicht beeinflussen kann. Das hängt auch davon ab, wie die Liga gestrickt ist. Die Frage kann ich als Manager relativ einfach beantworten. Ja. Die Idee dahinter, hinter der Arbeit, ist einfach das Umfeld zu schaffen, dass eine Oberligamannschaft möglich ist. Ja. Also die Strukturen so aufzubauen und zu entwickeln in Blankenese, dass Leute sich davon angezogen fühlen und dass wir Oberligaspieler ranholen können. Und dann ist das kein Betriebsunfall, sondern kurz- und mittelfristig auch ein Ziel für uns. Ja, klar. Oh, das sind deutliche, ehrliche Worte. Und ich habe es eben gerade ja schon mal gesagt, ich würde mich freuen, wenn Blankenese dann auch mal in der Oberliga auftauchen würde. Blankenese ist für viele Hamburger nur eigentlich ja, ein sehr, sehr schöner Stadtteil zum Wohnen. Was macht die Mannschaft vom SV Blankenese in der Landesliga so stark? Erzähl uns das mal kurz und knackig, um vielleicht auch ein paar Personen hervorzuheben. Tja, das ist eine gute Frage. Also zusammengestellt ist die Mannschaft drauf, dass sie eben nicht nur Fußball spielen kann, sondern wir da 20, 22 Leute haben, die dermaßen charakterstark sind, dass unabhängig vom sportlichen Erfolg es Spaß macht, bei uns Fußball zu spielen. Ja, also ich habe da Leute von begeistern können, zu uns zu kommen, die vielleicht auch irgendwo in der Oberliga spielen können. Und die auch. Wer zum Beispiel? Fallen mir 5, 6 ein, will ich. Also der bekannteste oder der am häufigsten angefragte ist vorne im Sturm Jan-Marc Schneider, der aus der A-Jugend vom oder damals sogar aus der B-Jugend vom HSV zu uns gekommen ist vor einem Jahr. So auch Timo Wiekow, auch Stefan Westbrook, Manu Steinicke. Ich tue allen Unrecht, die jetzt nicht genannt sind, deswegen hast du mich da aus der Reserve gelockt, dass wir jetzt doch Namen haben. Sowas würde ich niemals machen. Ich weiß. So, die haben andere Angebote und trotzdem haben die sich überzeugen lassen, dass der Weg in Blankenese einer ist, der Spaß macht und wo man sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich weiterentwickeln kann in einem Umfeld, wo man eben Spaß hat. Und das macht Blankenese ein Stück weit aus. Also das Team ist nicht einfach nur darauf zusammengestellt, kurzfristig Erfolge zu erzielen, sondern sich wohlzufühlen und zu sagen, dass man sich mit Blankenese identifiziert. Ja, da. Könnte ich eventuell so ganz pauschal sagen, der SV Blankenese ist ein kleines Familienunternehmen. Denn wenn man mal sieht, du warst Torwart, jetzt bist du Manager, Trainer. Der beste Stürmer mit Stefan Westbrook ist auch zeitgleich der Trainer. Also von daher alles so ein bisschen selbst zusammengestellt. Möglicherweise habt ihr vielleicht auch noch einen Verteidiger, der dann den Physiotherapeuten stellt. Habt ihr sowas auch? Das hatten wir tatsächlich, ja. Tatsächlich. Friedhof Peters, bis vor kurzem, bis wir die Physiotherapie ausgegliedert haben, war auch Friedhof Peters, der bei uns in der Innenverteidigung spielt, auch Physiotherapeut, ja, tatsächlich. Ja, also. Wunderbar, Friedhof Peters, also bei dir haben wir auch nochmal, sei gegrüßt, also haben wir auch nochmal seine Qualitäten zur Kenntnis genommen und wissen auch ganz genau, wenn es hier und da mal zwickt, wen man dann anspricht und normalerweise sind die Innenverteidiger immer so für das Grobe zuständig, aber der Kollege kann es wohl auch feinfühlig, wunderbar, haben wir das auch geklärt. Trotzdem ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Abgesehen davon, dass du Torwart bist, auch ein verrückter Torwart, ein Trainer und Manager bist, du hast ja auch ein Privatleben. Was macht denn so Sven Piel außerhalb des Fußballplatzes, außerhalb des Managements beim SV Blankenese? Viel gibt es ja zeitlich nicht mehr außerhalb vom Blankenese. Ich bin Jurist, ganz furchtbar eigentlich. Ne? Oder deswegen muss ich vorsichtig sein, was ich sage? Ja, genau. Ja, sonst. Bin Jurist, genau, habe mein Examen gemacht und schreibe da jetzt meine Doktorarbeit in dem Bereich und bin da an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Ja, sehr interessant. Verliebt, verlobt, verheiratet, Kinder geplant, nicht geplant? Keine Kinder geplant, verliebt, nicht verheiratet und
Ja. Kannst jetzt den Antrag machen hier. Könntest du theoretisch. Die Chance nutze ich beim zweiten. Gut, das halten wir fest. Beim zweiten Besuch wird Sven Piel da möglicherweise die Chance nutzen. Oder es schließt sich damit aus, dass er das zweite Mal gar nicht kommt. Also nein, das war natürlich nur ein kleiner Spaß. Wir laden dich auch gern ein, wenn du das nicht tust und geben dir dann möglicherweise anstatt dem Antrag dann ein kleines Bier. Klingt gut. Trotzdem musst du uns noch mal ganz kurz sagen, was machst du, wenn ihr am Ende der Saison aufsteigt? Das wollen wir hier festhalten, damit wir dann dich so ein bisschen locken können. Also ich dachte, das war jetzt als Manager gefragt, so ich stelle eine Oberligamannschaft zusammen oder sowas. Nee, das war so ein bisschen anders. Schlag mal was vor, was mache ich, wenn wir aufsteigen? Du musst was vorschlagen, du bist derjenige, der aufsteigen sollte. Ich stelle mich in kompletter Blankenese-Montur beim ersten Regionalligaspiel von Thomas Seliger mit Eintracht Norderstedt in den Block der Norderstedter. Oha, da haben wir auch noch was gehört. Also damit gehen quasi die Grüße nach Norderstedt an Herrn Seliger. Da ich aber Altona bin, glaube ich nicht, dass Eintracht Norderstedt aufsteigt. Aber das mal ganz am Rande dazu noch geäußert. Also sollte Eintracht Norderstedt aufsteigen, haben wir einen Trainer und Manager in einer ganz besonderen Kluft. Als Edelfan möchte ich das mal so nennen. Und darüber werden wir uns freuen und möglicherweise das dann auch als Video begleiten. Jeder, der bei uns zu Gast ist, Sven, der kriegt ein kleines Geschenk. Und da du ja Trainer bist und deine Mannschaft aufstellen musst, haben wir für dich natürlich ein ganz besonderes Geschenk. Und zwar haben wir von unserem Partner Do You Football Leibchen in hellblau. Ich hoffe, die Farbe gefällt dir. So sehen sie aus. Das kann ich mir vorstellen. Genau, damit kannst du deine Mannschaft zusammenstellen. Ja, hier kriegst du das noch einmal. Und einmal bitte von unserem Partner Do You Football nochmal das komplette ganze Paket. Ja. Ich bedanke mich für deinen Besuch, wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns dann in Norderstedt mit deinem ganz besonderen Outfit wiedersehen. Alles klar, freue mich drauf. Danke für deinen Besuch. Ja. Das war der Alleskönner Sven Piel, der als Torwart verrückt war und jetzt Manager und Trainer in einem ist. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.